Man denkt natürlich schon drüber nach, was kann das sein, wenn man alle 2 Monate Antibiotika nehmen muss. Angefangen hat es, dass ich im Grunde erstmal wie so ein Druckgefühl im Unterbauch hatte, also im Grunde wie so ein bisschen Verstopfung und das im Wechsel mit Blasenbeschwerden. Das ist mit Antibiotika behandelt worden, ist dann auch schnell wieder weg gewesen, aber war so eine Geschichte, die mich so alle 2-3 Monate wieder eingeholt hat. Herr Wolf hat eine sogenannte Sigma-Divertikulitis, das ist eine Entzündung der Dickdarmwand. Da entstehen im Laufe der Zeit Ausstulpungen, sogenannte Divertikeln, die können sich dann entzünden, die sind gar nicht so selten. Beim Herrn Wolf war die Besonderheit, dass die Entzündung schon so weit fortgeschritten war, dass schon eine Engstelle entstanden ist. Das war das eine Problem. Das andere Problem war, dass durch die lokale Entzündung eine Verbindung zur Blase schon da war. Das kann man alleine mit Medikamenten nicht beherrschen. So dass wir in diesem Fall mit dem Da Vinci operiert haben, interdisziplinär. Wir Viszeralchirurgen haben den erkrankten Darmabschnitt entfernt und die Verbindung zur Blase gelöst. Und die urologischen Kollegen haben dann die Verbindung zur Blase versorgt und die Harnblase übernäht, sodass es von beiden Seiten eine Dichtigkeit besteht. Der Patient hat keinen künstlichen Darmausgang bekommen. Die Narben sind gut verheilt. Man sagt ja, 4 bis 6 Wochen brauchen die Narben, bis die komplett verheilt sind. Mir ging es überraschend schnell wieder gut. Ich bin dann am zweiten Tag auch ganz normal aufgestanden und bin auch gelaufen. Das ist der Vorteil vom Da Vinci. Diese feine Technik, dieses 3D-Bild, das ist nicht zu überbieten. Man kann noch feiner und noch sicherer mit einem Vergrößerungseffekt blutungsarm operieren. Ich glaube, ein großer Vorteil war, dass die dann im Grunde gleich alles beheben konnten und ich nicht dann vielleicht erst am Darm operiert wurde und dann irgendwann später nochmal an der Blase operiert werden musste. Ich kann alles essen, habe kein Druckgefühl mehr im Unterbauch, ich habe keine Blasenbeschwerden mehr, also ich bin an der Stelle topfit wieder.